Hey Kinderlein, willkommen zum heutigen Video. Erstens, willkommen an alle neuen Zuschauer, die dazugestoßen sind. Zweitens, wir sind jetzt gerade live. Hey, ich bin gerade am Erzählen, hallo. Wir sind jetzt gerade live, wahrscheinlich auf Twitch. Beziehungsweise wir sind ab 22 Uhr live. Das heißt, je nachdem, wann ihr eben einschaltet, sind wir live oder eben noch nicht. Also heute am Freitag ist ab 22 Uhr Livestream. Hasselt ordentlich rein, fuckerdoodle. Und seid mit am Start. Noch eine Zahl, die nach der kommt, die ich eben gesagt habe. Ich habe einen Ultra-Sonnenbrand. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe mir heute so die Fresse verbrannt. Holla, die Waldfee. Wirklich brutal. Und ja, so weit, so gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar habe ich so ein bisschen rumüberlegt. Counter-Strike, die Beliebtheit des Spiels nimmt ja immer mehr ab. Die Spielerzahlen nehmen immer weiter ab. Und natürlich nehmen dann auch die Zuschauerzahlen immer weiter ab. Also was jetzt YouTube und Twitch und so weiter angeht. Findet ihr, ich sollte die Giveaways, die ich mache auf YouTube, vielleicht sogar auch die Twitch-Giveaways, findet ihr, ich sollte die umstellen von... Hallo? What the fuck? Von Skins auf Echtgeld, also so Paysafe-Karten oder Amazon Gut... Ich weiß nicht, wie das heißt, Guthaben, Amazon Gift-Cards oder sowas. Findet ihr, anstatt einen 5-Euro-Skin oder 10-Euro-Skin rauszuhauen, sollte ich dann lieber eine Geschenk... also so eine Karte raushauen, so Echtgeld? Ist das sinnvoller? Macht das vielleicht mehr Sinn? Wenn ich mir die Giveaways so anschaue, jetzt gerade auf YouTube, über die letzten paar Jahre hinweg, da muss ich schon sagen, haben natürlich die Zahlen extrem abgenommen. Also, wo man früher noch ein Knife-Giveaway auf YouTube gemacht hat, da hat das gut und gerne einige tausend Aufrufe erhalten, also in meinem kleinen YouTuber-Dasein, ne? Ich als kleiner Furz. Da gingen schon ein paar tausend Klicks alleine schon rein, ne? Und viele Leute haben mitgemacht. Und wenn man, das letzte Knife Giveaway auf YouTube war wirklich sehr, sehr schwach. Und um Gottes Willen. Und ja, auf Twitch ähnlich. Also diese Ausmaße haben extrem abgenommen. Meint ihr, ich sollte einfach die Teile verkaufen und dann halt dementsprechend einen Geldwert einfach bieten? Findet ihr, glaubt ihr, das macht mehr Sinn in der heutigen Zeit, jetzt wo CSGO praktisch immer unwichtiger wird und immer weniger verschissen nochmal? Könnt ihr mal bitte auch da kommen, wo ich stehe? Danke. Oh Gott, ich stehe so weit oben. Ich wollte gerade sagen, ich stehe so offen. Oh no. Ja, ich wollte gerade sagen, zum Glück sind die schlecht. Oh, 7 HP hat er noch! Aber die sind gar nicht so schlecht, wie sie aussehen. Mein Freund! Was hast du für eine Wumme, du Sack? Also, oh Gott, Pump, nein. Ja, was sagt ihr dazu? Sagt doch mal, haut mal eure Meinung diesbezüglich raus. Würde mich natürlich stark interessieren, weil ich dann dementsprechend die Giveaways anpassen würde. Und dann, wenn ihr sagt, hey, echt Geld ist geiler, dann würde ich nämlich eher solche Giftcards raushauen oder eben, ich denke, Pay-Safe-Cards sind wahrscheinlich das Beste, weil die, glaube ich, überall angenommen werden. Oder? So, zum Bezahlen kann man damit, glaube ich, extrem viel machen. Ah ja, ballert mir halt die Kills down, die Schweinepriester. Ich hasse Schrotflinte und jetzt kriege ich alle Kills geklaut. Ich hänge so hart an der Schrotflinte. Letztens habe ich wieder ein paar Gameplay-Teile hierfür aufgenommen. Gott, wie heißt, für meine Podcasts und so weiter. Manchmal habe ich einfach so ein Gameplay im Hintergrund laufen. Und es ist einfach Wahnsinn, wie ich ab und an mit allen Waffen, bis auf die Schrotflinten und auf die Negev, so unglaublich schnell bin, ja. Und dann kommt diese Pump und ich bin ich brauche Jahrzehnte und kriege auch noch die Kills geklaut die ganze Zeit. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Jedes Mal, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich ihn, klappt nichts. Und dann können die Kacknoobs, wisst ihr, die eigentlich so auf Silber minus 3 sind, können dann aufholen, die Fürze. Weil sie Glück haben, dass ich hier mit diesen Waffen so verschissener abkacken bin, ja? Und dann auch noch die Kills geklaut bekommen. Ich meine, man hat es ja eben gemerkt, wenn die Gegner jetzt nicht gerade, die Mates nicht gerade in der Nähe stehen, um mir die Kills zu snacken, ja? Dann hält sich das ja in Grenzen, aber so? Ah, shit, Mann. Ich will ein bisschen beeilen. Weiß nicht, ob ich das noch reinreißen kann, ja? Na, fuck. Falsche Priorisierung. Ja, ich denke, das wäre vielleicht, es ist ein wichtiges Thema, über das wir mal sprechen sollten. Denn, die Giveaways betreffen euch ja. Und da müssen wir halt einfach mal drüber sprechen. Ah! Es wäre jemand so schön close bei mir gewesen. Was machen die Mates? Komm, den kill ich mal! Ich kann mit dem Ding einfach nicht gut spielen. Mit Negev und mit diesen Pumps eben. Bin so grottig. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich mit anderen Dingen ultimativ gut bin, aber ihr wisst halt einfach, wie es ist, ne? Ab und an ist es halt doch ein bisschen besser mit einer Pistole wie mit so einer verkackten Nova. Oh no! Oh no! Ich hab einen riesen Fehler gemacht. Riecht ihr meinen Fehler? Könnt ihr ihn riechen? Können Sie ihn fühlen, Mr. Krabs?
Hallo, das bin ich, Jungs. Cool bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so easy holen kann wie sonst. Nein, 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 nein. Wer ballert mir denn den Arsch? Wer? Fuck. Wo? Ach, da oben. Er hockt im Fenster. Habt ihr es gesehen? Ach, diese Verzweiflungstaten dann, wenn sie aus dem Fenster rauswursten. Ja. Hört doch auf, ihr Sack. Moins? Aha. Oh fuck. Scheiße. Da drüben ist ein Feind. Der rechts. Ah, jetzt ist er weg. Ja, was sagt ihr dazu? Ah, da hat ein AWP. Leg ich mich lieber nicht mit. Oder vielleicht. Na, shit. Komm schon, Jungs. Gegner, ich brauch Gegner. Wo sind die Camper? Oh fuck. Der. Oh, der hat einen Kniff da, Alter. Der Boy hat einen Knife. Nein, 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 Junge. Jetzt habe ich ihm den Kill gesteelt, aber das muss ich auch machen. Das geht ja immerhin um. Hallo? Ich habe kein Aim mehr. Naja, komm. Samenmensch. Ich sag mal so. Hast du Glück gehabt? Gönn dir. Hast du Glück gehabt? Leute, vergesst es nicht. Es ist jetzt gerade Livestream. Beziehungsweise. Doch, es könnte hinkommen. Ich bin sauspät. Es ist schon 8:30. Je nachdem, wie ich das Video hochgedrückt bekomme, ist es direkt zum Stream oder kurz davor online. Ab 22 Uhr ist heute wieder Livestream. Freitagabend. Kommt dazu. Die Frage hier nochmal. Weiterhin. Skins raushauen oder ab und zu vielleicht auch mal so eine Giftcard oder ja. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Was sagt ihr? Was haltet ihr davon? Ich denke, mit Echtgeld kann man nichts falsch machen, ne? Weil man das ja halt überall benutzen kann. Und Skins muss man dann doch erstmal verwursten, ne? Oder einen Spaß daran haben. Ihr könnt mir diesbezüglich mal schreiben. Ah, jetzt habe ich mich auf eine Reichszwecke gesetzt. Und ja, komm, wir hauen noch was Kleines. Ich habe es rausgetappt. Sowas kann natürlich jedem mal passieren. Guten Tag, so. Wir hauen noch was Kleines raus. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da acquired letztens? Ja, die Mortis ging letztens im Stream raus, aber da ist bestimmt noch dieser Trade-Bun drauf, ne? Das sehe ich doch irgendwo, oder? Sehe ich irgendwo diesen Trade? Da unten. Ja, komm, wir hauen so ein Backstep-Graffiti raus, aber sind die nicht auch bunt? Sind die grundsätzlich so? Ne, wir hauen ein Eco-Graffiti raus. Die sind schon ziemlich geil. So ein Eco-Brick-Red-Graffiti wird an irgendjemanden rausgehauen, der jetzt noch da ist. Schreibt einfach in euren Kommentar, dass ihr cool seid oder vielleicht sogar sehr cool seid. Und dann seid ihr mit im Pott für dieses Sealed-Graffiti-Eco-Brick-Red. Jetzt im Livestream gibt es Skins und so weiter. Darum, ja, jetzt mal was Kleines. Später oder dann gleich gibt es Skins. Ab 22 Uhr wird gestreamt. Link ist in der Beschreibung. Hey, macht's gut.